Baufinanzierung zum Beispiel. Bei uns unkompliziert und mehrfach ausgezeichnet. Wir unterstützen gerne die Vereine in der Region. Auch mein Verein? Ja, klar. Für die Unternehmen im Bergischen Land sind wir eine Bank. Immer auf Augenhöhe und immer da, wo man uns gerade braucht. Jetzt sagen Sie nicht, Sie waren auch noch Kindergärten. Ja, klar. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, zeigt Ihnen unsere VR Banking App zuverlässig den Weg zur nächsten Filiale. Das hat mich jetzt aber wirklich überzeugt. Das nennen wir Volksbank und mehr. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Kaffee auch noch schmeckt. Am vierten Spieltag in der Landesliga Gruppe 1 hatte der FC Remscheid den ESC Rellinghausen am Sonntagnachmittag zu Gast im Röntgenstadion. Bei heißem Spätsommerwetter wollte der FCR dieses Mal gegen die Essener gewinnen, nachdem man vor 3 Wochen gegen den gleichen Gegner an gleicher Stelle im Niederrhein-Pokal ausgeschieden war. Und die Remscheider erwischten den besseren Start. Die beste Chance hatte Ahmed Al-Khalil, aber sein Kopfball in der 13. Minute geht gegen das Aluminium. Danach bleibt der FCR die bessere Mannschaft, aber ein Tor will nicht fallen, weil es auch fast keine Chancen gibt. Und zum Ende der ersten Hälfte kommt Rellinghausen besser ins Spiel, aber es bleibt zur Pause torlos. FC Remscheid 0, ESC Rellinghausen 0. Nach dem Seitenwechsel hat der FCR den perfekten Start. Julia Jamaura erkämpft sich den Ball. Nach Rellinghauser Fehler ist Patrick Posavec frei durch und muss nur noch am Rellinghauser Keeper Björn Heusen einschieben. Das 1:0 für den FCR nach weniger als 60 Sekunden nach Wiederanpfiff. Aber es wurde eine lange zweite Halbzeit, weil der FCR abbaute und Rellinghausen Chancen hatte zum Ausgleich. Aber am Ende gewann der FCR mit 1:0 gegen den ESC Rellinghausen. Revanche für die Niederrhein-Pokalschlappe geschafft. Und damit bleibt man Dritter mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Kommenden Sonntag geht es für den FC Remscheid zum Aufsteiger und Tabellenletzten Spielvereinigung Steele 0309 nach Essen, um den starken Saisonauftakt weiter auszubauen.